Ja, danke vielmals, dass ihr euch beteiligt habt. Wir haben einige ganz spannende Fragen zugeschickt bekommen von euch aus dem Publikum. Und ja, ich muss vielleicht vorweg schicken, ich weiss nicht, ob wir alle herkriegen, sonst sind wir etwa noch eine Stunde da, weil es sind sehr gute und tiefe Fragen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. He? Ja, jemand hat gefragt, Andreas, wie alt sind deine Kinder und wie sind sie über die Jahre mit dieser Situation mit deiner Frau, wie sind sie mit dem umgegangen? Ja, ich finde, das natürlich löst man da immer auch echtes Interesse aus, wenn man so ein bisschen von sich das preisgibt. Und doch will ich natürlich, das Problem ist halt immer, dass wenn man dann meiner Frau begegnet, dann ist sie die erkrankte Frau von Andreas Loos. Und das ist sie nicht. Und unsere Kinder sind nicht traumatisiert. Und das ist das Staunenswerte. Ich würde sogar sagen, das war eins meiner wirklich ganz intensiven Gebete vor 16 Jahren. Da war unsere Tochter 2 Jahre alt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so sinnlos früh ihre Mutter verliert. Und ich habe gesagt, Gott, lass die Kinder wenigstens aus dem Gröbsten raus sein. Ob Gott diese Bitte erhört hat, ich sag mal, er hat sie erhört. Aber ich weiß ganz genau, dass jetzt hier Leute sitzen, die haben solche Bitten auch schon geäußert und die wurde dann nicht erhört und die Mutter oder der Vater oder wer auch immer ist gestorben und so. Aber ich sag mal, das Tolle ist, unsere Kinder haben gelernt, damit zu leben und die machen das so reif und sie sind mir eine ganz große Hilfe. Also als letzten Sommer eben diese 6 Wochen Spitalaufenthalt und ich war manchmal so erschöpft und müde und dann haben die Kinder mich ins Bett gebracht und haben mit mir dasselbe Ritual gemacht, wie ich mit ihnen als Papa gemacht habe. Sie haben kurz gebetet vielleicht, dann haben sie mir das Kreuz auf die Stirn gemacht und haben einen Segen über mir gesprochen. Also wenn das passiert, da hat doch Gott in all dem Schwierigen hat doch Gott was gelingen lassen, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Ja, eine nächste Frage. Also ich muss mal schnell da schauen, was ich alles noch fragen will. Vielleicht zu dem Thema vom Gebet. Wie betest du persönlich? Jemand fragt da, wie oder was betest du? Herr, dein Wille geschehe oder ich bete um Heilung im Namen Jesu. Es ist beides und noch viel mehr. Vielleicht derzeit und seit einigen Monaten ist mein erstes Gebet, dass ich zu Gott komme und sage, ich weiß mal wieder nicht, was ich und wie ich beten soll. Das hat damit zu tun, dass ich in den ersten Jahren diese schreckliche Angst, dass das Schlimme passieren wird, die musste ich unter die Füße kriegen und habe dementsprechend gebetet. Und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich mir bestimmte Hoffnungen auch nicht mehr leisten kann. Ja? Also, ich weiß häufig nicht, wie ich beten soll. Deshalb versuche ich zu spüren, wohin leitet mich der Geist Gottes, dass ich bete. Ich brauche Bewegung und Sport. Und es gibt ein Tälchen im Südschwarzwald. Immer, wirklich immer, wenn ich in dieses Tälchen reinfahre, bete ich, This, Lord, is the valley where we talk. Please talk to me. Gott, das ist das Tal, in dem wir miteinander sprechen. Sprich bitte zu mir. Dann steht dort eine der höchsten Douglasien des Südschwarzwaldes. Die rufe ich dann auch immer zu ihr und sage, preist du mit mir den Herrn, den Schöpfer. Wenn mir nach Lobpreis nicht zumute ist, dann sage ich ihr, hey du und alle Bäume, übernimm das mal für mich. Er hat es ja trotzdem verdient, aber ich bin gerade nicht in der Stimmung, in der Lage. Es fällt mir schwer, Gott zu lobpreisen. Ich klage dort und das alles lockert sich im Takt, in der Trittfrequenz meines Velofahrens. Oder auch Joggen zu meinem Kreuz. Und direkt im Hinblick auf diese Frage, es kann dann tatsächlich passieren,
dass mir urplötzlich dieser Krebs vor Augen steht und dann visualisiere ich den und dann berühre ich den Gekreuzigten dort, wo der Krebs im Körper meiner Frau ist und dann bete ich, du Krebs, wann merkst du eigentlich, dass du nicht zu meiner Frau passt? Wann merkst du eigentlich, dass du verschwinden musst? Im Namen Jesu, hau endlich ab. Also manchmal packt mich der Geist Gottes und dann gebe ich dem auch Raum und bete ultra charismatisch. Und manchmal sitze ich aber auch dort und schweige. Ich liebe das Dunkel seit einigen Jahren, mich mit Gott wie unter eine Decke zu hüllen und zu kuscheln, die Decke der Dunkelheit. Jochen Klepper, der hat sich ja auch dann das Leben leider genommen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, dieses Weihnachtslied, ganz wichtig. Also ich habe, glaube ich, eine unheimliche Bandbreite und halte mich dem Geist Gottes hin und wohin er mich im Gebet zieht, dem gebe ich häufig nach, sodass mein Gebet ist wirklich so auch eine Achterbahn. Ja? Sehr eindrücklich, danke für die persönlichen Einblick. Und im Zusammenhang mit dem Gebet hat jemand noch geschrieben, da finde ich auch eine sehr gute Frage, was würdest du dir wünschen, was Freunde sollen machen oder beten, jetzt in so einer Situation? Ich würde mir wünschen, dass jede und jede von ihnen so betet, wie der Geist Gottes ihr das aufgibt. Denn in erster Linie müssen ja diese Menschen auch mit dieser Situation, die ihnen ja auch auf dem Herzen liegt, umgehen. Und dann erlebst du es, dass die Nachbarin total davon überzeugt ist, dass wir jetzt erst recht um Heilung beten müssen, während ich phasenweise den Eindruck hatte, der Geist Gottes begleitet mich vielleicht eher und signalisiert, es ist die letzte Etappe. Und du musst ja anders für einen Menschen beten, wenn du weißt, da kommt jetzt der Tod auf den zu. Da sollten die Fürbitten, die Bittgebete sollten so eher Richtung Trauerbegleitung sein. Und das kann dann sehr störend sein, wenn Leute ständig kommen und sagen, wir haben gehört und jetzt erst recht und wir glauben für euch und Gott kann und gell. Und du bist aber eigentlich so auf dem Weg, dass du denkst, ich weiß nicht, ich habe eher den Eindruck, Gott bereitet mich jetzt auf die letzte Etappe vor. Oder auch umgekehrt, dass Leute sagen, aber die Auferstehung und dann der Himmel. Und ich denke, hallo, ich will aber noch nicht, dass der Herr Jesus wiederkommt oder dass es jetzt zu Ende geht, weißt du so. Und das Wichtige finde ich, ich habe mich bis vor ein paar Jahren eigentlich dann so genervt auch und fand das so ätzend. Aber mittlerweile glaube ich, wir sind alle vom Geist Gottes erfüllt. Und ich habe so eine gewisse Großzügigkeit bekommen und ich bin dankbar für jedes Gebet, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, Gebet funktioniert so, Gott weiß sowieso, dass wir nicht korrekt beten können. Ja? Also stellt euch vor, unsere Gebete wären immer von theologischer Korrektheit abhängig, da könnten wir gerade alle einpacken mitbeten. Und dann kommt der Heilige Geist, übersetzt dieses Gebet gegenüber Gott, dem Vater, der Sohn stellt sich auch noch an die Mitte, der steht als Anwalt vorm Vater und sagt, so ungefähr stelle ich mir das vor, er sagt, ich war ja einer von denen, ich bin ja Mensch gewesen, ich habe besonders viel Ahnung vom Menschsein, ich weiß ganz genau, wie die sich fühlen, warum die jetzt so gebetet haben. Und er übersetzt das dann und dann versteht Gott jedes Gebet und macht aus diesen vielen Gebeten, ich glaube, dass Gott da was draus macht, dass die passend bei Gott ankommen. Also ich wünschte mir, dass die Leute einfach weiter für uns beten, so wie jeder das auf dem Herzen hat. Das ist eine Macht. Das ist eine Macht, du. Cool, ja. Danke, also wir haben es gehört. gehen wir noch ein bisschen in theologische Fragen rein, für die letzten paar Minuten. Jemand hat die Frage geschrieben, was ist, wenn man sich den theologischen Druck, den du auch davon geredet hast, wenn man sich den selber macht? Kannst du da etwas darüber sagen? Ja, also ich habe gerade eben kurz reingeguckt, was da für Fragen reinkommen, da bin ich echt zusammengezuckt, weil das ist eine ganz schwierige Frage. Ja.
Es ist ja gar nicht so, dass der Druck von außen kommt, sondern der schlimmste Druck, den machen wir uns ja auch geistlich gegenüber Gott von innen. Da ist ja irgendwas in meinem Herzen. Also ich glaube, ich sag's mal persönlich, manchmal musst du dich selber überlisten. Und dieses selber Überlisten, das passiert bei mir auch durch Humor. Dass ich mal über mich selber lache. Und dass ich, jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, dass ich einfach mal auch mal über meine Gebete und auch den Druck, den ich mir da selber mache, dass ich mich so kerngesund auch auslache, mich mal selbst betrachte und denke, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du jetzt unbedingt meinst, das. Ja? Was mir unheimlich hilft, ist, dass ich den Gedanken, dass Gott mit mir eine Liebesbeziehung verwirklichen möchte. Eine Liebesbeziehung, die so ähnlich sein soll, wie die ewige Liebesbeziehung zwischen dem Vater und seinem ewigen Kind, Jesus, im Heiligen Geist. Und dann komme ich zum Beispiel auf so einen Gedanken, dass ich denke, Gott macht nicht glücklich. Oder der Druck, Gott, du musst jetzt und hier und wo habe ich was verpasst, wo habe ich nicht richtig geglaubt, wo habe ich nicht genug gebetet, wo habe ich vielleicht Sünde getan, dass Gott deshalb nicht handeln kann. Das sind bei mir so die krassen Gebiete, wo ich mir diesen Druck mache. Und dann geht es, glaube ich, nicht anders, dass du an den Punkt kommst, wo du merkst, noch ein bisschen mehr von diesem Druck und du klappst zusammen. Ich glaube, anders geht es nicht. Mir hat das dann geholfen, dass ich mal gedacht habe, wie unbarmherzig stelle ich mir diesen Gott denn vor, wenn er mir in meiner Not, die ja unverschuldet ist, nochmal eine doppelte Not auflädt. Da habe ich gemerkt, ja, jetzt wird es ganz düster. Dann habe ich natürlich gedacht, was bilde ich mir eigentlich ein? Wie arrogant bin ich denn? Halte ich mich für das Zentrum der Welt? Wenn ich meine, dass das Unheil und das Leid dieser Welt etwas mit meinem Fehlverhalten zu tun hat, da denke ich ja, ich wäre die Sonne in der Galaxie. Das ist ja unfassbar Selbstüberschätzung. Und da habe ich über mich gelacht, habe gedacht, jo, geil, Andi, du bist der Messias deiner Frau. Du bist der Messias von St. Krishona. Du bist der Messias für die Kirche Jesu Christi. Und dann, da musst du mal einfach auch über dich selbst lachen und sagen, echt jetzt? Weißt du so? Und das tut mir persönlich gut. Und natürlich, letzten Endes geht das nicht ohne den Zuspruch meiner Freunde. Ja? Also ich habe einen tollen Seelsorger. Ich habe Leute, die mich, wenn sie merken, dass ich mir selber einen falschen Druck mache. Es gibt ja durchaus auch einen gesunden geistlichen Druck, der berechtigt ist. Aber der falsche Druck, der tötet natürlich. Und dann brauche ich den Zuspruch. Es gibt nämlich Dinge, die können wir uns selber nicht sagen. Die sind so heilig und groß, die kannst du nur empfangen. Das kannst du dir nicht selber sagen. Und das bedeutet für mich Beichte, dass ich das, was ich mir selber nicht vergeben kann, empfange als Vergebung. Das bedeutet für mich auch Kapitulation, diese ungeschminkte Offenheit mit meinen Freunden. Und dann werden die für mich zu Priesterinnen und Priestern Gottes. Das sind so ein paar Dinge, wo ich merke, das hilft mir, mit diesem Druck umzugehen. Ja, und das Letzte vielleicht, ich glaube, dass ich auf dem Weg bin, Gott vielleicht doch irgendwann einmal zu lieben, um seiner selbst willen. Es gibt also auch eine Sehnsucht in meinem Leben, einen Sog, genauso wie ich meine Nächsten, meine Kinder, meine Frau nicht aus egoistischen Motiven lieben möchte. Das ist ja schon auch, also ich liebe ja eigentlich immer aus egoistischen Motiven. Aber ich vermute, Leute, die schon lange in Liebesbeziehungen sind, ihr habt doch auch schon festgestellt, du kommst an den Punkt, wo du sie oder ihn um ihrer selbst willen liebst. Nicht, weil sie dich glücklich macht, nicht, weil sie die Göttergattin oder der Göttergatte ist. Wir müssen uns ja vergeben, dass wir füreinander eben nicht Gott oder Göttin sind. Und dann kam ich mal so drauf und dachte,
Was ist, wenn ich auch mit Gott auf dem Weg dahin bin, dass ich ihn irgendwann mal liebe, einfach weil er schön ist, weil er heilig ist, weil er unfassbar überwältigend ist und nicht, weil ich etwas davon habe, wenn ich an ihn glaube. Und diese Hoffnung, die hat mich gepackt, diese Sehnsucht. Ich möchte ein Liebender werden. Und das hilft mir auch, diesen Druck abzubauen. Sehr spannend. Also ihr merkt, Andreas könnte noch viel erzählen. Er hätte noch ganz viel zu sagen. Die Frage ist auch noch aufgeworfen worden, ob man selber schuld ist oder sich eben, wenn man leidet und so. Und ich glaube, du hast da etwas von dem auch gerade schon angesprochen, dass wir uns manchmal schon auch fragen, ja, eben, wir müssen nicht das Gefühl haben, dass wir die sind, wo, weil sie etwas falsch gemacht haben, irgendwie gerade die ganze Welt durcheinander gebracht haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein tröstlicher Gedanke, dass wir eben nicht der Messias sind, dass wir nicht Gott und Götter sind. Eine Frage möchte ich noch zum Schluss stellen. Die interessiert mich eben noch persönlich, die habe ich jetzt da nicht, die stehe nicht drauf. Wir sind ja eine Kirche, ich bin Pastor in dieser Kirche. Was würdest du uns als Kirche noch oder als Gemeinschaft raten? Was ist hilfreich zum Leuten, die durch Leiden gehen, chronische Krankheiten? Wie können wir so Leute vielleicht noch besser auch in Zukunft Teil sein lassen von unserer Gemeinschaft? Ich kann ja nur oberflächlich sagen, was ich für einen Geist mitbekommen habe in diesen Stunden heute. Das ist ein fröhlicher Geist, ein lichter Geist voll Leben und Liebe, wie man hier miteinander umgeht, wie man sich hier verschenkt. Ich würde mich freuen, wenn in eurer Gemeinde eine Kultur entstehen könnte, wo die Gaben des Geistes entdeckt und mutig ergriffen werden könnten. So dass, wenn Menschen die Gabe der Heilung haben, sie das hier erleben und ermutigt werden, zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal beim Thema, die Gabe der Heilung auch hier einzubringen. Und das wären dann Leute, die geistgeleitet sind, die dann eben auch sagen können, sag mal, willst du denn wirklich gesund werden? Oder gibt es da nicht Gründe in deinem Leben, wo du durch dein Elend so viel Aufmerksamkeit generierst, dass dein dunkles Ego wieder gefüttert wird? Willst du gesund werden? Weil wenn du willst, dann wird dein Glaube dich gesund machen. Als Beispiel, das wären dann solche Leute. Das wäre doch toll, wenn ihr eine Kultur hättet, wo sowas möglich ist, wo jeder und jeder Einzelne die Gaben des Geistes auch empfangen kann. Aber zugleich natürlich ist es nicht nur jetzt die Gabe der Krankenheilung, sondern es ist ja auch die Gabe, sich um die Kranken zu kümmern. Und das ist auch eine Geistesgabe, dass man dann eben fragt, was braucht dieser Mensch? Es ist ja gar nicht einfach zu erkennen, ab wann braucht dieser Mensch nicht mehr Gebet um Heilung, sondern Gebet auf dem Weg der letzten Meter. Gebete des Trostes. Ab wann, wo ist Schweigen besser als Reden? Wo müssen wir auch Menschen mal ziehen lassen? Das kann ja keiner sagen. Aber das wünsche ich euch, einen Heiligen Geist, der die ganze Palette, wie man mit Menschen im Leid und im Elend umgeht, das macht. Und dann, glaube ich, werden die Menschen in diesen Orten hier merken, in der Krishona-Gemeinde, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die sind auch nicht immer glücklich. Das sind nicht die Schönsten, die Fittesten, die Tollsten, die Hipsten. Das sind Menschen mit Fehlern, mit Macken, mit Leid, mit Übel. Aber in dieser Gemeinschaft wirst du nicht missbraucht. In dieser Gemeinschaft bist du aufgehoben. In dieser Gemeinschaft darfst du exakt genauso mit deinem Leid, mit deinem Übel, aber auch mit deinen Licht- und Schocki-Seiten sein. Und das wäre natürlich das Schönste, was ich euch wünsche, dass sich das rumspricht. Ja. Mal, danke vielmals. Ich danke dir für dein Vertrauen. Für die Antworten.